Von verspielten Formen zu klassischer Kunst. Brigitte Dirnberger, Irene und Norbert Gellner haben so einige Tassen im Schrank. Ungefähr 1000 Stück habe ich im Schrank. Die Stellagen, in denen sie stehen, sind in der Länge ungefähr 15 Meter, in der Höhe ungefähr 2 Meter. Also irgendwas zwischen 2.000 und 3.000 rechne ich. Im Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum präsentieren die Sammler nun eine erlesene Auswahl. Unser Sammeln hat begonnen mit diesem Service für 24 Personen, das wir geerbt haben. Der Schwerpunkt liegt bei Mustern. Wo immer ich so ein Muster entdecke am Flohmarkt, sei es wie im Wald die Schwammerl, greife ich zu. Begonnen hat es schon als 10-jähriges Mädchen, habe ich jedes Porzellan eigentlich gesammelt, jeden Porzellanscherben. Was in frühen Jahren begann, wurde eine große Leidenschaft. Die Sammlungen ziehen sich durch mehrere Epochen und beschreiben die Entwicklung des edlen Porzellans. Wie langsam aus der völlig realistischen Wiedergabe einer Blume ein immer stärker stilisiertes Bild wird, bis es zuletzt gerade noch erkennbar ist, dass das Vorbild eine Blüte war. Mein persönliches Hobby ist zu beobachten die Zusammenhänge zwischen künstlerischer und gesellschaftlicher Entwicklung. Der Unterschied des dörflichen Lebens, wo jeder jeden gekannt hat, zum Leben in der Großstadt, wo ich eigentlich mitten in einem Gewühl ein vollkommen einsamer Mensch bin. Das heißt, die Wahrnehmung von Gesellschaft ist unglaublich abstrakt geworden. Was verspielt blieb, sind die dekorativen Sammlertassen von Frau Dirnberger. Getrunken wird aus diesen jedoch nicht. In dieser Vitrine sehen Sie eigentlich alle europäischen Marken. Ich habe so ziemlich von jedem europäischen Land eine Tasse. Wertvolle Stücke, denn die meisten Manufakturen existieren nicht mehr. Eine besondere Tasse macht bei mir aus, wenn auch der Verlegerstempel draufsteht. Die findet man aber dann meistens nur mehr auf die Flohmärkte oder auf die Antiquitätenmärkte. Und ich gehe herum und sehe ein Muster, das mir gefällt. Und wenn ich es noch nicht habe oder mich nicht mehr erinnere, dass ich es habe, kaufe ich mir es. Vorher handle ich natürlich. Der Kaffee schmeckt, glaube ich, nicht anders, wenn die Tasse wertvoll ist, aber er schmeckt anders, wenn die Tasse schön ist. Wenn auch Sie Geschmack gefunden haben, einmal im Monat gibt es Schwerpunktführungen für Interessierte.